Mein Name Ren Hong. Ich bin künstlerischer Direktor von Kunstraum Villa Friede. Ich freue mich in dieser Ausstellung. Wir haben über 250 Künstler, die mit Ölmalerei beschäftigen, eingeladen. Von Landschaftsmalerei bis zu Installation, auch zu Abstraktion und von Gegenstand zu expressionistischer Malerei. Und klar, wichtige Künstler wie Fang Lijun und auch wie hier so auch herzliche eingeladen. Und wir wollen deutsche Publikum zu zeigen, was in China momentan Künstler mit diese Technik Ölmalerei, was sie beschäftigen. Mein Name Zhong Gengyue. Ich komme aus China, Guangzhou, und lange Zeit, über 10 Jahre, in New York gelebt. Und jetzt, ich lebe wieder in China, mache mein Atelier auch in China. Ich komme aus Canton, wo die Südchina. Dort ist ganze Zeit im Jahr ist immer grün, viele Blumen, und für mich ist meine Kindheit ist auch sehr wichtig. Deshalb, was in meiner Kunst drucke ich etwas dort Landschaft und ja, mein Leben in Canton, dieses Gebiet. Mein Name Du Jianqi. Ich arbeite an einer Akademie, auch als Professor. Das ist aus Hebei Uni. Und ja, jetzt ich bin auch gerade China kommt. Ich möchte in dieser neuen Ausstellung oder diese Arbeiten zeigen einen Mann, eine Frau, Yin und Yang, aber mit Abstraktion, mit auch verschiedenen unterschiedlichen Material zu bearbeiten. Das ist meine momentan diese Richtung Arbeit. Mein Name Liu Wenxing. Ich komme aus China, Beijing. Ich bin freischaffender Künstler. Und in diesem Bild, was ich hier neben mir links steht, ist durch eine Landschaft druckt Natur, Menschen als eine Einheit und ausdrucken. Das wollte ich diese Bilder so mit einer Szene aus Landschaft zu darzustellen. Mein Name Wang Honggang. Ich arbeite in einer pädagogischen Hochschule und ja, das ist ja meine Arbeit hier, was auf der rechten Seite zeigt. Ja, kann ich.
Ich möchte in diese Bilder verbinden mit europäischer Malereitechnik, aber mit Ausdrucken ganz zart, was in China diese zarte und unscharfe diese Szene. Scheinbar ist es ein Porträt, aber spiegelt gesamte Gesellschaft in meiner Beobachtung. 情况出现，所以说在我的画面里边也表达这种，虽然画的是一个肖像，我尽量去把这种他的表情去给他淡化，来表达一个整个社会群像这种感觉。 我的贵姓叫梁宗孟，姓梁名。My name 梁宗孟 ，Ich komme aus China, Lanzhou, und seit über 30 Jahren ich arbeite als freischaffender Künstler in China. 就从小一直到现在了，一直到退休。我这件作品呢。 Ich habe ihn diese Bilder ganz frei dargestellt und das ist fast, wenn man genau beobachten, eine Seite ist Gesicht, aber andere Seite ist mit Himmel diese Szene, Situation zu tun, verbindet, deshalb heißt es Himmelssituation. 我姓翟，叫翟凤莲，来自中国北京。 My name 翟凤莲 ，Ich komme aus China, Beijing. Und vor 8 Jahren, wir haben eine Institution gegründet, heißt Gegenwart Ölmalerei aus China, diese eine Zeitschrift. Und in dieser Funktion, diese Institution organisieren wir und vermitteln wir und geben auch Kataloge aus für die Künstler, die mit Ölmalerei beschäftigen, bis jetzt. Das ist auch diese, Mal, diese Ausstellung eine Zusammenarbeit. Und Professor Wen Guozhang, heute extra aus China gekommen, der ist, sag mal so, ältestes Künstler. Der ist ja, aus Zentrale Kunstakademie in Beijing. Professor, er ist 77 Jahre alt. Ich finde die Zahl sehr gut. Qi und Qi heißt Energie und Energie. Deshalb, er ist heute da, freue mich sehr. Und klar, ich bin ein bisschen jünger, ist auch zu dieser Richtung gehen. Ich freue mich, er ist auch da. Ne? Nochmal vielen Dank, Professor Wen. Ja. Es ist tatsächlich so, dass über einen ersten Missionar sozusagen die europäische Tradition der Ölmalerei nach China gekommen ist, genau gesagt 1583. Und bis sich das dann durchgesetzt hat, vergingen eben auch nochmal 300 Jahre. Und erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt man in China, sich dafür zu interessieren. Und wie interessiert man sich? Man geht aus dem Land raus. Ölmalerei ist in China was ganz Bedeutendes, was hoch angehängt ist. Es ist eine echte Dialogsituation mit der Kunst Europas und Amerikas und es ist dennoch eine ganz junge und neue Tradition. Viel Spaß heute Abend.